Hallo Leute, und ich begrüße euch wieder zurück zu meinem Let's Play von Banjo-Kazooie. Wie angekündigt bin ich jetzt mal hierher an diese Stelle gegangen. Und wir schauen uns mal an, ob wir es jetzt hinkriegen. Es war wirklich knapp, Leute. Schade, schade, schade. Ihr seht, wie schwer das ist. Das Problem ist, dass sich die Kamera halt so blöd nur verstellen lässt. Aber mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Eigentlich seht ihr, ist es gar nicht so schwer, ne? Also wir versuchen es nochmal. So, bitte Daumen drücken, Leute. Und wir haben es geschafft. Cool. Das ist wirklich cool. So, ein Puzzleteil fehlt uns noch, beziehungsweise zwei Stück. Das eine können wir uns zwar jetzt schon holen, aber wir holen es uns später. Das hat einen ganz bestimmten Grund, den ich euch später verrate. Und zwar können wir uns nämlich da noch einen kleinen Vorteil verschaffen, wenn wir vorher noch was anderes machen. So, jetzt suche ich bloß noch die Stelle mit dem komischen Ei. Ich glaube, das war hier hinten, ne? Ja. Ihr hört bestimmt sagen, Nanu, warum sind die ganzen Noten noch da? Na, ist ja klar, das habe ich euch eigentlich noch nicht richtig gezeigt. So, was haben wir hier? Erstmal müssen wir hier oben drauf. Dann haben wir hier was. Dann nochmal von oben. Und dann von hier mit der Pickparade. Und nochmal von oben. So, und wir haben neun Puzzleteile. Damit beenden wir jetzt die Welt. Den Endscreen habe ich euch schon mal gezeigt, den können wir überspringen, habe ich gedacht. Ja, kann man überspringen, genau. So, und wir starten das Spiel neu. ...43 Puzzleteile? Haut hin, oder? So. Als erstes holen wir uns das eine Puzzleteil, was uns noch gefehlt hat, bei Gruntilda. Bei diesem einen Hexenhut da. Falls ihr euch noch erinnert, was der Hexenschalter aktiviert hat. Leider immer etwas... ein paar Fußwege, aber wenn ich da durch die Welt gegangen wäre, hätte es glaube ich länger gedauert. Weil jetzt sind wir schon bereits hier. So, schauen wir uns mal an. Wir brauchen eigentlich nur hier hoch. So, und dann ging das irgendwie, das weiß ich noch ganz genau, dass man sich hier in dieser einen Statue, die dort ist, das Puzzleteil holen kann. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wie es war. Irgendwie so war das. Aber ist egal, wir können uns das auch auf normalen Wege holen. Als erstes aber müssen wir erstmal das hier machen. So, und damit haben wir das nächste Puzzleteil aus Gruntildas Reich. Das ist sehr schön, Leute. Das ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es zur nächsten Welt geht. Ich weiß es ja schon.
Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns vorher noch was anderes holen. Dazu gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, wo wir da rauskommen. So, ich glaube irgendwo... Machen wir erstmal die ganzen Sachen hier kaputt. Hier können wir zum Beispiel mal reingehen. Ich weiß aber nicht, ob wir hier schon rein müssen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, Leute, genau hier wollte ich hin. Der Vogel, nur Quatsch im Sinn. Der Bär, der schleppt ein Doppelkinn. Und hier tun wir alle rein. Warte, mit Z. Und hier öffnen wir die nächste Welt, die sich dann in Gobis Valley. Auch eine sehr, sehr schöne Welt. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ich habe mich auch vorher nicht vorbereitet, weil ich hatte auch keine Lust dazu. Lieber gucke ich mir es nochmal an. Es gibt nämlich noch eine Sache, die wir uns dort holen können. Ich weiß nicht, in welche Welt wir eher müssen. Aber wir können es einfach rausfinden, indem wir die Welt jetzt betreten. Da wird uns dann der Maulwurf ja sagen, wie viele Moves wir lernen können. Wenn das hier der Move ist, dann geht es tatsächlich hier mit dieser Welt weiter. Ist übrigens eine relativ schwierige Welt. Die ist wirklich richtig, richtig schwierig. Mal schauen. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mal sehen, ob ihr ihn findet. Also wir sehen, oh, ein schöner Mond, wir befinden uns hier in einer Schneewelt. Da hinten ist der Schneemann. Hier können wir runterrutschen. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelte Ding nicht futtern sollen. Bitte helft dem armen Bocky, aua. Machen wir doch gerne. Man muss aber treffen. Hä? Geht das nicht? Nee, das geht nicht. Dann ging es irgendwie anders. Aber wir müssen uns mal ansehen, wo der eine Move versteckt ist. Ich glaube, hier irgendwo bei den Geschenken. Ah, guck mal, hier gibt es Geschenke. Ist das nicht irgendwie cool? Ja, genau. Hier ist ein Maulwurf. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super, erzähle mehr, Blindschleiche. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Das ist ein sehr schöner Move. Wir müssen trotzdem die Welt leider wieder verlassen, weil... In dieser Welt brauchen wir noch einen Move, den wir aber in der anderen Welt erst lernen, die ich jetzt geöffnet habe. Aus diesem Grunde gehen wir hier leider wieder raus, aber ihr habt bestimmt Vorfreude, weil dies wirklich eine sehr, sehr schöne Welt ist. So, aber erstmal gehen wir wieder raus. Neun Noten haben wir schon, ne? Ist ja prima. So, ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwelche Sachen gibt, die wir uns holen können. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Ja, so sieht's aus. Wir gucken uns einfach mal noch ein bisschen weiter um. Aber ich denke, wir haben einfach zu wenig Noten, um hier irgendwas zu machen. 450, ne, so viele haben wir nicht. Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. Ja, das ist auch ganz schön. Hier ist nämlich so ein komischer Kessel. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. So, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kessel das jetzt war. Wir haben ja schon welche gefunden. Da wir aber das Spiel resettet haben, sind die auch wieder weg.
So, was haben wir denn hier so Cooles? Ah, noch eine Brenthilda. Wir befinden uns gerade auf Hexenhut. Zum Frühstück ist sie zerquetschte Froschaugen. Lecker. Zum Abendessen gibt es Katzensteaks. Ja, genauso lecker, oder? Das Warzengesicht liebt zum Nachtisch Regenwurmsalat. Ekelhaft. Was? Warum ist denn das ekelhaft? Was hast du gegen Regenwürmer, hä? Ihr seid für mich ein rotes Tuch. Bald trifft euch der nächste Fluch. Hier ist noch was, wo wir rein können mit Eiern. Ja, hier ist auch noch so ein komischer Kessel. Ach, das ist der Kessel vom Anfang. Das ist sehr schön, Leute. Da haben wir dann schon mal die erste Abkürzung fürs nächste Mal. Ich wusste gar nicht... ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das bestehen bleibt, wenn man das Spiel resettet. Ich habe eigentlich erwartet, dass es weggeht. So. Als nächstes gehen wir in die Welt, die wir gerade erst geöffnet haben. Und zwar ist das Gobi's Valley. Wie es ausschaut, ist das wohl eine Wüstenwelt, die auch relativ Ressourcen kostet. Wie ich sehe, leckt es ein bisschen. 16 FPS nur. Naja, soll ja nicht weiter schlimm sein. Aber um dahin zu kommen, sehe ich gerade, brauchen wir noch was anderes. Und zwar... wir müssen ja über den Treibsand drüber. So, mal schauen, ob wir hinten noch eine Brenthilda haben. War das nicht so? Ja, so war's. Brunhildas bester Freund in der Hexenschule war der Hausmeister. Oh oh. Oh oh. Zum Relaxen liest sie die Hexenrundschau. Okay. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Rattenmilchshake. Lecker, lecker, lecker. So, aber ich möchte an dieser Stelle den Part beenden. Und im nächsten Part schauen wir uns dann Gobi's Valley komplett an. Ich freue mich schon sehr drauf, Leute. Und vielleicht seid ihr wieder mit dabei. Es würde mich freuen. Also bis dahin, Leute. Ich verabschiede mich. Ciao.